Okay, Leute, wir spielen so nah. Konzentration. Konzentriert euch, es ist kein Spaß mehr. Rein. Die redet jetzt mit einem, die Sona, ne? Bisschen so hier redet die Sona, ne? Kann das sein? Das ist wirklich fast genauso. It's almost like this. What? So weit geht das? Das ist incredible. Was? No. Oh mein Gott, sie spielt mit Ignite. Wunder mich, warum ich sterbe. Aber sie spielt auf schwer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber sie spielt auf schwer. Und du willst den also töten, ne? Spannend wie. Oh, ich dachte, mit der Bombe reicht's. Scheiße. Ich dachte, mit der Bombe reicht's, Digga. Aber reicht gar nicht. Ich dachte, ey, krass, über so ein krasses Q da rein. Nope, I die. Haha, got him. Das ist der Game Sense, Leute. Der Game Sense, das ist immer noch eine meiner Stärken. Stunner steht 2-0. Das geht besser als Ezreal. Alles gut. Wir haben 100% der Tode im Team, aber ist okay. Bin auch so nah. Ja, hier auch ein bisschen gefährdet. Rek'Sai, Diana, Thresh, das ist einfach nur Todeskommando für mich. Basically unplayable. Wenn ich die Ezreal Ult abbekomme, bin ich halt instant dead, ne? Wenn ich die Ezreal Ult abbekomme, dann wäre ich sofort gestorben. Die macht halt 400 Damage oder so. Ich wäre halt giga dead. Aber ich hab's gesagt, die Stopwatch Outplay Mechanik kommt. And then it's GG. And then you fuck him up and it's GG. Help me. Oh, du bist dead. Du bist dead. Am I dead too? Muss jetzt sidestep. Ich habe sidestep bei Maxi Markov. Okay, ich glaube, also ich habe kurz Rek'Sai gesehen. Dann dachte ich, ich habe jetzt Rek'Sai verschwinden lassen. Durch magische Kräfte. Aber er hat das Crescendo gedodged. Er oder sie oder es. Das passiert natürlich. Das Leben ist hart. Der Cloud Drake bringt jetzt schon super viel. 10% jetzt schon auf die Ultimate. Das ist ein bisschen komisch, aber man merkt es am Anfang super hart. Every time I see you, I wanna be with you. Every time I'm with you, I wanna spank your face. Ah, da bin ich einfach beide. Burnt habe, nur um dann einfach nach 20 Sekunden zu platzen. Aber gutes Teamplay, war gutes Teamplay. Also es war sehr schlecht von meinen Teammates, aber von mir war es mega gut, weil ich habe nämlich zwei Leute gestunt und Katarina muss dann nur noch reinspringen und E drücken. Ich glaube aber, dass wenn Katarina reinspringt und hier E drückt oder Q oder R, dass dann, glaube ich, nichts passiert. Was würde denn was passieren? Das würde offiziell nichts passieren, oder? Every time I'm with you, I wanna be with you. Der kommt jetzt natürlich auch noch. Oh, fuck me dead. Ilaoi. Wisst ihr, da kriegen wir erstmal mit, wer hier noch alles mitspielt. Da kommt auf einmal so eine Ilaoi aus dem Nichts. So nah ist doch useless. Ja, dann. Also die Ult ist geil. Aber wenn man es jetzt so mit Yumi vergleicht, so nah einfach nur ein verschissenes Stück Scheiße, die nichts macht. Also es hat noch diesen Klaus. Alter. War auch noch ein Tower-Aggro, also ist alles okay. Sah ein bisschen verspätet aus. Den nehme ich mir. Okay, also Tank Katarina unterm Turret, mega gut. Full Tank Katarina unterm Turret, Leute, mega gut. Ja, der Kill ist immer ein bisschen ärgerlich, aber ich habe jetzt einfach nur. Ich meine, jetzt stell mir vor, wir haben in dem Game noch nicht einmal jemanden ignited, Leute. Also wir spielen ja auch gerade auf schwer. Aber ja, man muss bisher den Base Damage von Katarina nicht mal ein zweites Mal überdenken. So. Wenn ich gerade 98% meiner AP verloren habe. Oh mein Gott.
Den hab ich geheist. Also ich hab's versucht. Katharina hat ein gutes Game Design, ne? Da hat jemand einfach. Der Spieler war Full Tank. Wenn der Zunfire. Und das ist Diana im Matchup so. Ich meine, klar, wurde ein paar Mal gegankt und das ist unangenehm, aber. I repeat. Still crazy. Ich bin leider so squishy, ne? Boah. Den habe ich 1A gerettet, muss ich sagen. Genau wie den da. Ich bin ein guter Spieler. Ja, ich habe alle am Leben gehalten, Leute. Es sind so die kleinen Zahlen, die super viel ausmachen. Ganz kleinen Zahlen. Aber es war wohl. Ich war wohl. Aber Klaus, hören Sie. Oh mein Gott. Das Problem ist halt. Aua, das ist das Problem, ja. Ich habe halt null Armor, ne? Ich habe null Armor, null MR, ich habe gar nichts. Ich darf halt von nichts. Hier geht es nicht darum, von nichts getroffen zu werden. Hier geht es darum, nicht gesehen zu werden. Der pure Blickkontakt zu Gegnern ist für mich schon tot. Vielleicht wäre Fiends auch ein gutes Item bei mir. Hättet ihr jemals gedacht, dass es so ein Teamplay gibt? Hättet ihr das jemals, ever, ever gedacht, dass so etwas in the history of humankind possible ist? Never. Me too. Das ist Gold. Das ist Gold, irgendwas. In der gesamten History of Dota ist das noch nie passiert, Leute. Das ist einfach eine Sunfire, Katharina. Look at this. Das ist einfach Off-Tank, Katharina. Einfach ein Sunfire dabei. Ja, was soll ich das sagen? Haben wir hier einen gewissen Beitrag geleistet oder what? Oder haben wir nur W gespammt? Oh, ein S! Wir haben einfach ein S bekommen. What? Wir haben aber nichts getan. Einfach nur W gespammt. Ein bisschen E, manchmal Q.